Moin, moin, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu Total War Warhammer 2 mit den Skaven aus Skavenblight. Und mir, eurem lieben Zigo, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt zur Kampagne, wo wir so gut es geht diese Rattenplage vorantreiben wollen. Was natürlich schiefgehen kann, aber nicht schiefgehen muss. Und zurzeit sind wir im Kampf gegen die Zwerge, die ihr hier unten seht. Ist nicht ganz so easy. Das einzige Problem gerade. Also das größte Problem, was ich denke, ist, dass die Orks hier schon angekommen sind. Die Grimgorgs harte Horde ist bereits hier. Der hat sich hier rüber gefuttert, bis dahin. Das ist der pure Wahnsinn. Und das innerhalb von 63 Runden. Ich wage es zu behaupten, dass die Orks die Welt hier schlussendlich einfach platt machen werden. Und wir mal gucken, wie lange wir als Skaven dagegen halten können. Hier sehe ich gerade. Was sehe ich hier gerade? Ist das nicht hier diese. Wie heißen die nochmal? Die habe ich hier ganz selten gesehen. Der Goldene Orden, der Goldorden. Ja, liebster Goldorden. Ich lass dich hier definitiv nicht so rumrennen. Echt nicht. Und ja, das kämpfen wir. Die muss ich platt machen. Die Berechnung würde es zwar schon ermöglichen, dass wir das gewinnen, aber ich will so wenig wie möglich verlieren an wichtigen Einheiten. Das heißt, wir müssen vor allem hier unten diesen Panzer vernichten. Das wird schwer. Die Nahkampfeinheiten, die kriege ich mit meinen Fernkämpfern. Was ein bisschen nervig werden wird, sind die ganzen Musketenschützen hier. Da habe ich eine Idee. Also erstmal schmeißen wir die. Erstmal schmeiße ich hier alles nach hinten, damit ich eine bessere Übersicht habe. So. Da sind die Sklaven, die kommen hier hin. Der Panzer rollt. Ah, diese Panzerpferde sind das. Okay, die sind frontal. Die kommen von frontal auf uns zu. Die sind auch recht schnell. Die Slingers schicke ich dann gleich am Anfang rein. Unsere Hunde. Die halte ich hier. Das sind die Flammenwerfer. Die Warp Grinder in die Mitte. Die können nämlich betäuben. Lasse ich erstmal ankommen, bevor ich sie bewege. Also ich würde behaupten. Okay, wir haben auch hier die Schützen. Okay,
Während die da unten da vorne angreifen und fliehen, konnte ich meine Truppen formieren. Jetzt versuche ich mal was. Die habe ich von hinten jetzt überrascht. Sehr gut. So, hier muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, dass ich das hier vernünftig mache. Die Fernkämpfer sind sehr gut am Arbeiten. Okay, den haben wir gebraten. Okay, Positionierung im Laufen.
Und feuert er die noch ab oder nicht? Jawoll. Das hat gerumst. Ja, wir drängen sie aber sehr gut zurück. Die Verluste, die wir haben, sind nur marginal. Ich glaube nicht, keine großen Verluste. So, mal kurz schauen, haben wir hier drüben. Die jagen die noch, die können zurückkommen. Ja, ist ja auch schon eigentlich gewonnen, ne? Sehr gut. So, die sind alle vernichtet. Ich glaube, es ist ein kompletter Army-Loss, oder? Ja, vielleicht, wenn wir Glück haben. Wir haben gut verloren. Aber ich glaube, es sind keine Truppen vernichtet. Wir haben Banner erhalten. No. Stink of command. Now forward, now. Und das berechnen wir jetzt. So. Da haben wir ihn abgemurkst. Den guten. Und erstmal zurück in die Stadt. Diese Armee haben wir verschwinden lassen. So, hier ist auch das Imperium schon hier oben. Mit denen sind wir Gott sei Dank noch nicht im Krieg. Diese Zwerge hier, das wird ein ganz hartes Brett, weil die Stadt ist sehr gut ausgebaut. Ich würde behaupten, dass ich das erstmal nicht hinbekomme. Muss ich mich erstmal ein bisschen weiter stärken. So wie mit der Eisenmine. Wir haben ja auch gutes Geld, ne? Eigentlich möchte ich hier diesen Weg gehen können. So. Wir haben gut Geld eingenommen durch die Schlacht. Auf das Ding.
Führerschaft der Clanratten steigern. Die Unterstadt haben wir ja ausgebaut. Die hier unten aber noch nicht. So. Insgesamt würde ich sagen, ist ein Skaven-Spieler in diesem Spiel sehr oft im Nachteil, weil er von allen Seiten gehasst wird. Das ist einfach so. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist so. Na gut. Die Armeen sind wieder fast aufgebessert. Unsere Gegner kommen bis jetzt immer nur alle hier aus dieser Ecke. Und der eine von hier unten. Aber auch hiervon ist die eigentlich, glaube ich, kommt da nicht viel. Eigentlich alles schon sehr gut ausgebaut, ne? Ey, die Orks sind so krank. Die hat den Stärkenunterschied oben gesehen. Oh, das macht mir richtig Angst. Die Orks hier haben auch ein bisschen gekämpft und haben verloren. Das Imperium hätte jetzt hier eine Stadt? Eieiei. Wenn die mich erreichen, habe ich ein Problem. Ich hoffe, dass die Besieger schlafen folgenden Kommandanten. Oh Gott, ich führe doch jetzt keinen Krieg gegen den Wald. Ich muss mir den nächsten schwächeren Gegner raussuchen. Erstmal gehe ich auf Gesinnung und gucke, ob es irgendeinen gibt, der vielleicht mit mir handeln möchte. Die mögen mich alle nicht. Keiner. Das ist echt kacke. Okay. Sobald ich hier weggehe, holt er sich die Stadt zurück. Das weiß ich. Ich muss klug vorgehen, ne? Wir plündern hier noch ein bisschen die Nahrung. Je mehr Nahrung, desto höheres Wachstum, desto besser geht es unserem Volk. Wenn ich da oben so auf die Stärke gucke, sind wir echt gar nicht mal so gut, ne? Was möchtet ihr denn? Ein Nicht-Angriffspakt habe ich absolut kein Problem mit.
Gut, also eine Chance wäre da, wenn ich hier unten angreife. Das wäre möglich. Dann bin ich aber direkt an den Orks dran. Und die Orks, da verschlechtert sich sogar die Beziehung. Weißt du was? Das, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Stärkenrang hier. Hohoho. Kleines Geschenk wären 2000. Ja, ist okay. Ich weiß, es wird schwer mit uns. Einkommen durch Schlacht. Bessere Gegenstände. Zu entdecken plus 20. Dafür generieren wir halt 200 Gold mehr. Verbrauchen einen Nahrungspunkt. Eine Runde noch, dann kann ich die Rattling Gun Kanone herstellen. Würde ich sagen, lasse ich diese Armee hier mal stolz stehen und gehe mit denen jetzt mal Richtung Hinterhalt. Vielleicht denken die, die Armee ist weg. Boah, schwer. Es tut sich so wenig um uns herum. Wenn ihr Kriegstipps habt, wie ihr euch erweitern würdet, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Dann sehen wir nämlich mal, wie wir weitermachen. Wir haben auf jeden Fall eine gute Schlacht geschlagen. Und könnten hier jetzt sogar ein bisschen ausbessern. Vier Runden ist hart. Ja, auf jeden Fall möchte ich meine Armeen ein bisschen aufstocken und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns erweitern. Wir sind immer hier in diesem Bereich. Ich plane derzeit eigentlich eher den Krieg in diese Richtung zu bringen. Oder aber wir gehen jetzt weiter auf Goldproduktion, bauen eine dritte Armee oder gehen mit einer Armee hier rüber oder hier runter zu kleineren Gegnern. Eventuell. Okay, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und tschüss.